Wie kann ich wieder entspannt Sport machen ohne Leistungsdruck? Das kenne ich total gut von sehr vielen Menschen, die nicht nur abnehmen wollen, sondern die unter diesem chronischen Druck stehen, einen perfekten Körper zu haben und alles irgendwie perfekt haben zu wollen. Und das Spannende ist ja auch wieder zu gucken, wo kommt jetzt das eigentlich her? Ich bin selber bei Instagram, ich bin selber bei Facebook, aber hey Leute, ganz ehrlich, guckt euch die meisten Instagram-Profile an. Es geht immer nur darum, geil auszusehen, das geilste Essen zu posten, das geilste, beste Essen zu haben und einfach super cool und super schön und super geil zu sein. Aber so ist die Welt doch nicht. Mal ganz ehrlich, wir haben doch nicht tagtäglich irgendwie ständig die Möglichkeit, um perfekt alles zu machen. Ich selber lebe bei weitem nicht perfekt. Ich hab eine Familie, ich habe einen Job, ich bin viel unterwegs. Ich bin viel auf meiner Deutschlandtour in vielen Städten unterwegs. Ich komme auch nicht jeden Tag dazu, Sport zu machen. Ich habe für mich den Anspruch, dass ich mich regelmäßig bewege, dass ich vor allen Dingen regelmäßig draußen bin, um mir ein gutes Gefühl zu geben. Und das gute Gefühl kommt nicht nur durch Sport, sondern das gute Gefühl kommt auch durch eine gute Ernährung. Aber das kommt in erster Linie dadurch, ob ich mit mir selber zufrieden bin und mit mir selber zufrieden bin mit dem, was ich mache. Und ob ich einen Freundeskreis habe, der gut zu mir ist und mit dem ich gut sein kann. Und sind das Menschen um mich herum, die mich mögen und die mich genauso akzeptieren, wie ich bin? Oder sind es nur Menschen, die die ganze Zeit oberflächlich sind und mich vielleicht auch unter einen Leistungsdruck setzen, dass ich ein bestimmtes Bild abgeben muss? Weil viele Menschen versuchen immer nur einem ganz bestimmten Bild zu entsprechen. Das kann körperlich sein, das kann aber auch irgendwie sein, dass man eine bestimmte Bartlänge trägt, eine bestimmte Frisur hat, einen bestimmten Style hat, in dem man rumläuft. Whatever. Ich finde es entscheidend zu gucken, wenn du den Leistungsdruck loswerden willst, sei es bei Sport oder sei es bei irgendwas anderem, geh erstmal wirklich in coolen Kontakt mit dir selber und räum mal den ganzen Scheiß aus deiner Vergangenheit auf. Sage ich ganz klar, ganz krass. Aber es geht wirklich darum, lass den ganzen Scheiß aus deiner Vergangenheit mal los und lerne mal, dich selbst in irgendeiner Art und Weise wirklich gern zu haben. Und wenn es richtig cool ist, dann hast du dich nicht nur gern, sondern hast du sowas wie Selbstliebe. Und wenn du Selbstliebe empfindest, dann kannst du wirklich deutlich weniger Stress empfinden, weil du weißt, dass es da einen Menschen gibt, auf den du dich immer richtig gut verlassen kannst. Und das bist du selber. Und das ist ein Weg. Und diesen Weg, den gilt es sehr lange zu gehen, denke ich, weil das macht man nicht von heute auf morgen. Aber das ist genauso wie gesund zu sein. Denn wenn du irgendwie gesund sein willst, dann denkst du erstmal immer an regelmäßige Bewegung. Das heißt, du musst dich auch regelmäßig bewegen und du denkst an gute Ernährung, dann musst du dich gesund ernähren. Aber wenn du gesund sein willst, dann heißt es auch, in gutem Kontakt mit dir zu sein. Und das musst du genauso üben wie alles andere.